Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du mich nicht verpassen möchtest oder keine Spielform bzw. Passübung oder Schnelligkeits- oder Spaßübung, dann abonniere mich genau jetzt, damit du nichts mehr verpasst. Ja, was habe ich heute Schönes für dich? Eine schöne Spielform bzw. Abschlussspiel. Wir hatten in der vorigen Übung immer dieses Diagonalspiel. Hier wollen wir das auch in einem Abschlussspiel fokussieren, immer wieder neue Möglichkeiten zu schaffen. Und wie macht man es am besten? Indem man natürlich zwei große Tore hat, wenn man zwei Torhüter hat, aber dann halt an der Diagonalen rechts und links aufstellt und kleine Tore, in dem Falle immer in diagonalen Richtung aufgebaut. Also eben nebeneinander, dass sie, meistens ist es so, dass die Jungs auf die großen Tore schießen wollen, anstatt auf die kleinen. Und so kommt automatisch ein diagonales Spiel zustande. Wenn mal einer wieder clever ist und nimmt mal das kleine Tor hier vorne unten, seht ihr es dann mal mit, um es mal wieder in die Breite zu ziehen. Aber irgendwie haben sie immer wieder den Drang, auf ein großes Tor zu spielen. Ja, probiert's mal aus und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, dein Trainer aus Leidenschaft.